Ein trauter Ort. In den Jahren wieder auf dem Place Montfaucon. Unter dem Pflaster lag eine verborgene Welt uralter Kanäle und Katakomben, teils von den Tempelrittern als Treffpunkt und Zuflucht gebaut. Wieder einmal musste ich auf der Suche nach der Wahrheit dorthin absteigen. Ja! Der Kerl schlief wie ein Baby. Hey, Sie! Ich hatte Leichen gesehen, die lebhafter wirkten als dieser Typ. Ich wollte mal die Musik ein bisschen ausklingen lassen, bevor ich hier wieder rede. Ah. Ach schön, sind wir mal wieder hier zurück. Na, wer ist das denn? Die kennen wir doch. Wie geht's Ihnen? Ich lebe, Gott sei Dank. Ich kenne das Gefühl. Schöne Aussicht auf den Place Montfaucon haben Sie hier. Was ist die Aussicht wert, wenn mich das Leben nur beschwert? Hey, gehören Sie etwa zu diesen verrückten Althippie-Straßendichtern? Reden Sie keinen Unsinn, Monsieur. Ich kümmere mich um ein Pissoir. Ich dachte, wir kennen Sie. Also, was machen Sie beruflich? Ich bin Neurochirurgin. Was haben Sie gedacht? Ich dachte, Sie halten dieses Pissoir sauber. Südalo. Sie sind schlau, Monsieur. Zu schlau, um dort hineinzugehen. Und was wollen Sie damit sagen? Hä? Oh, tut mir leid. Ich hielt mich besser zurück. Es ist eine bekannte Tatsache, dass die meisten Morde in Frankreich von Toilettenfrauen verübt werden. Liegt bestimmt an den Klosteinen. Sind Sie stolz auf Ihre Arbeit? Dies ist das sauberste und hygienischste Pissoir von ganz Frankreich. Das verlangt sicher viel Hingabe. Und ob. Aber je mehr Sie in diesem Beruf schuften, desto mehr pinkeln die Leute auf Ihre Mühen. Das Gefühl kenne ich. Ein Pissoir ist eine unschätzbare Hilfe, wenn man... Aber was nützt das, wenn... Sie wissen schon... Dafür müssen Sie sich eine andere Einrichtung suchen, Monsieur. Wie Sie sehen, wurden die Toiletten vom Erdbeben beschädigt. Hm. Das ist natürlich unpraktisch. Kann ich hier in die Ecke gehen? Nein. Muss ich jetzt zahlen, wenn ich hier hingehe? Oh. Liegt da irgendwas oder ist nur der Sonnenschimmer? Okay, ich könnte jetzt auf Klo, wenn ich wollte... Und vielleicht kommt da ja noch irgendwas, dass wir da mit ihr reden müssen oder so. Mal gucken. Nein, ich wollte nicht hier weg, bevor ich irgendetwas gefunden hatte. Gut, da hinten ist nur um die Ecke laufen. Dann wird es wohl irgendwas bei den Bauarbeiten sein, denn wir wollen ja hier auch ein bisschen eigentlich rein, ne? Wird's mal wieder die Kanalisation, George? Mal wieder die Kanalisation. Ich konnte einen so großen Eisendeckel nicht mit bloßen Händen bewegen. Nicht? Haben wir da irgendwas zufällig bei uns? Nee, nee, das soll's nicht sein. Aber vielleicht irgendeines seiner Geräte? In dem offenen Werkzeugkasten sah ich einen Gullideckelschlüssel. Aha. Hey, Monsieur, lassen Sie das Werkzeug in Ruhe. Was, ich? Ich habe es nur bewundert. Das können Sie auch von weiter weg. In dem offenen Werkzeugkasten sah ich einen Gullideckelschlüssel. Gut, dann quatschen wir mal mit ihm. Wenn er sich überhaupt anquatschen lässt. Hallo. Hallo, wie geht's Ihnen? Geht schon. Hauptsache, wir kriegen nicht noch ein Erdbeben. Hier bei der alten Kirche sind Sie doch wohl sicher. Soll das ein Witz sein? Sehen Sie mal genauer hin. Aber sie stammt aus dem Mittelalter. Mittlere Bruchbude, würde ich sagen. Die sollten Sie abreißen und hier was Modernes hinstellen. Wirklich? Irgendwas Hübsches aus Beton und Stahl. Massiv und erdbebensicher. Glauben Sie, es kommen noch mehr Erdstöße? Und ob? Sehen Sie sich den Schutt an. Das Ding ist eine Todesfalle. Augenblick mal. Sie kommen mir sehr bekannt vor, Monsieur. Ich? Das kann nicht sein. Aber natürlich. Sie sind der Kerl, der mir den Tipp für das Rennen gegeben hat. Ach, ja, richtig. Der bin ich. Das Pferd hat mir ein Vermögen gebracht. Hat mein ganzes Leben verändert. Ich bin wohl ein Naturtalent. Genie ist eine Gabe, Monsieur. Eine Gabe. Und wieso arbeiten Sie noch im Straßenbau? Ich habe jetzt meine eigene Firma, Monsieur. Und einen Presslufthammer statt einer Spitzhacke. Falls Sie nochmal so einen Tipp haben. Dann lasse ich es Sie wissen. Was machen Sie hier denn gerade? Durch die verdammten Erdbeben gibt's viel zu reparieren. Da unten ist beim letzten Erdstoß alles Mögliche zu Bruch gegangen. Also graben Sie ein Loch, um Zugang für das Reparaturteam zu schaffen? Genau. Und je eher wir hier fertig sind, desto besser. Sie sagten wir. Ich sehe sonst niemand arbeiten. Mein Hilfsarbeiter Alphonse schnarcht im Lastwagen wie eine Kettensäge. Warum hilft er Ihnen nicht? Er ist krankgeschrieben. Er ist klinisch seismophobisch.
Das steht auf dem Attest vom Arzt. Er hat Angst vor Erdbeben? Genau, Monsieur. Und Sie glauben das? Einem Stück Papier kann man wohl nicht widersprechen, oder? Und wie ist dieser Alphonse bei Ihnen gelandet? Durch die Quotenregelung. Wir müssen jedes Jahr eine bestimmte Menge feiger Idioten anheuern. Ich überlege gerade, der Gullideckelschlüssel, den Sie da haben. Nein. Ich habe noch gar nichts gefragt. Aber Sie hatten es vor. Sie stehen auf die Kanalisation, stimmt's? Naja, vielleicht, aber... Bei unserem letzten Treffen ist mein alter Gullideckelschlüssel verschwunden. Hey, aber vergessen Sie nicht, ich habe Ihnen damals den Siegernamen gegeben. Das stimmt. Wenn Sie mir noch einen Sieger sagen, lasse ich Sie an meine Werkzeugtasche. Aus der Traum. Ich musste mir etwas anderes ausdenken, um ihn zu bekommen. Okay, also einfach ausleihen geht nicht. Was ist, wenn ich jetzt hier drücke? Wird er dann richtig sauer? Dann läuft er weg. Ich schwör's bei allen. Oh, 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 oh. Mach den doch mal wach. Hallo. Oh, können wir da, wenn er ist abgelenkt. Hey, Alphonse, was machst du denn da, er ist abgelenkt. Wieso? Was mache ich denn? Yeah, geklaut. Als der Arbeiter gerade wegschaute, lieh ich mir seinen Gullideckelschlüssel aus. Komisch, das... immer wenn ich die Welt rette, werde ich zum Kleptomanen. Hör zu, Alphonse. Ich will mich nicht mit dir streiten. Sorg dafür, dass das nicht nochmal passiert, ja? Oh nein. So, die Szene ist vorbei. Mit kaum spürbarer Nostalgie machte ich mich ja, auf einen neuen Kontakt mit der Pariser Kanalisation mal wieder in den gefasst. Kanalisationsdeckel und er denkt sich, wo hat er den Schlüssel her? Ah, das ist doch meiner. Komm schon, du Miststück! Unverständlich. Genau diesen Gullideckel hatte ich früher ohne weiteres angehoben. Vielleicht war ich nicht mehr in Form. Hey, Monsieur. Oh, oh. Ist das zufällig mein Gullideckelschlüssel? Nein, wofür halten Sie mich? Sie tragen also immer einen mit sich rum. Aber ja, Sie etwa nicht? Sicher, Sie vergeuden sowieso nur Ihre Zeit. Dieser Deckel wurde vor Jahren während der großen Gulli-Panik zugeschweißt. Na toll. Gulli-Panik? Um diesen Deckel zu heben, brauchte man mehr als bloße Muskelkraft. Gulli-Panik, weil er halt ja immer in die Gullis runtergegangen ist. So seit Teil 1. Latscht halt George immer in irgendwelche Kanalisationen runter. Dann hieß es doch auch irgendwie in Teil 2 oder so, dass da so ein Mörder, ne? Oder was? Kanalisationskiller, oder? Ich konnte einen so großen Eisendeckel nicht mit bloßen Händen bewegen. Besonders nicht, wenn er zugeschweißt war. Jetzt haben wir hier den Dings und oh, trotzdem geht's nicht. Da brauche ich gar nicht, glaube ich, langlaufen. Nein, ich wollte nicht hier weg, bevor ich irgendetwas. Bin ich doch auch nicht. Bin extra hier vorne geblieben. Bin doch nur da entlang gelaufen. Ist hier vielleicht auf der anderen Seite noch was? Oh, oh. Was ist da? Was steht da? An der verrammelten Tür hing ein Zettel. Aufgrund seismischer Störungen und um die Sicherheit unserer Kunden zu gewährleisten, bleiben wir in nächster Zeit geschlossen. Ich wollte weder den Zettel noch wollte ich ins Café einbrechen. Da kommt Nostalgie auf, Nostalgiegefühle, Kaffee und so. Ja, weiß ich nicht, ob wir da irgendwas machen können. Vielleicht können wir ja den nochmal darauf ansprechen. So, da geht's auf jeden Fall auch nicht rüber. Der gute Brunnen. Ich glaube, wir müssen mit ihm irgendwie mal quatschen, hey, oder? Hey, Sie. Hey, Sie. Der Kerl schlief wie ein Baby. Vielleicht müssen wir ihn nochmal ablenken, damit er so richtig wütend wird. Oder ihn aufs Café ansprechen. Der Schnurrbart, die lässige Haltung, der Hintern, der ihm aus der Hose hing. Es war der Typ, den ich vor Jahren bei dem ausgebombten Café kennengelernt hatte. Damals kämpfte ich allerdings noch in der Jugendliga gegen Verschwörungen. Da bin ich wieder. Nix, keine neuen Möglichkeiten. Also bis gerade eben war es noch sehr leicht. Jetzt ist halt die Frage, was will er dann? Mit dem Gullideckel können wir ihn anstupsen. Also mit dem Gullideckelheber. Der Alufolie. Hier, stups sie mit dem Wagenheber an. Wenn wir nicht das Gerät ausschalten können, wie können wir ihn denn dann mal irgendwie auf uns aufmerksam machen? Oder können wir hier vielleicht mit dem Gerät was machen jetzt? Ist ja auch irgendwie fies, ihn die ganze Zeit von der Arbeit abhalten zu wollen.
Aber er redet ja auch nur mit ihm, wenn das Gerät aus ist. Es war der Werkzeugkasten des Straßenarbeiters. Sonst wollte ich ihm nichts wegnehmen. Okay. Zugeschweißt. Wie kann man nur so misstrauisch sein? Hm. Ich konnte einen so großen Eisendeckel nicht mit bloßen Händen bewegen. Besonders nicht, wenn er zugeschweißt war. Wie kann ich das denn überhaupt wieder ändern? Dann reden wir doch nochmal mit der Klofrau. Vielleicht hat die ja auch noch was zu sagen. Die sitzt ja da auch nicht ohne Grund. Da bin ich wieder. Ah. Kennen Sie diesen Straßenarbeiter dort? Bäh, dieser Hund. Andauernd kommt er angewalzt, um meine Einrichtung zu benutzen. Ist Ihre Einrichtung denn nicht dazu da? Selbstverständlich. Aber? Aber dieser Genuss ist ungehörig. Genuss. Was meinen Sie mit Genuss? Er pfeift, er seufzt, er spuckt und er schüttelt sich. Er schüttelt sich? Er schüttelt sich. Schamlos. Das ist bedenklich. Eine Schande für das ganze Land. So weit würde ich nicht gehen. Ich meine, es ist nur ein Pissoir, keine Kathedrale. Männer, ihr seid alle gleich. Wenn ihr euch nicht gerade schüttelt, dann schaut ihr euch Fußball an. Pfui. Mit ihr würde ich es nicht leicht haben. Die Dame brauchte eine jahrelange Therapie. Aber so viel Zeit hatte ich nicht. Ich meine, abschütteln, den Begriff kenne ich ja, aber schüttelt der sich jetzt am ganzen Körper oder was meint sie denn damit? Da bin ich wieder. Vielleicht müssen wir ihn darauf jetzt ansprechen, dass die Klofrau das nicht so toll findet oder so. Und ihn damit ablenken. Bin ich ja mal gespannt. Oh, schade. Wir schütteln nicht, wir schwingen im Kreis ab. Ja, das findet sie, glaube ich, aber auch nicht so toll, das Schwingen. Schwingen und Schütteln ist hier nicht so gerne gesehen. Ich gehe doch mal hier in die Klos rein und schwing noch mal eine Runde. Hier ist aber auch nichts. Können wir ihr tatsächlich ein bisschen Geld mal geben? Nee. Können wir hier rüber jumpen? Keine Idee. Ich check gerade so Monkey Island, da muss man auch oft um die Ecke denken. Ja, hier auch gerade. Es war am Anfang so leicht und jetzt ist es doch wieder schwer geworden. Den ließ ich, wo er war. Ein Kompressor macht keinen Spaß. Aber schön, dass du Monkey Island spielst. Habe ich zum Beispiel nie gespielt. Aber dass man halt überhaupt wieder so alte Point-and-Click-Spiele spielt, ach, das muss doch zwischendurch sein, oder? Die sind so schön. Aber sie sind halt auch so out. Also sie sind halt einfach nicht mehr aktuell. Man versucht ja eher Rätsel in actionlastigere Spiele jetzt einzubauen und das mehr zu verbinden. Aber früher waren Point-and-Click-Spiele ja echt in. Ich finde es schade, ich mag Point-and-Click-Spiele sehr. Es gibt halt viele Side-Scroller-Spiele oder Indie-Spiele oder so. Ja, Dardelic hat es halt auch wunderschön gemacht, aber trotzdem ist es irgendwie so gefühlt nur eine Handvoll, ne? Mit dem bin ich aufgewachsen, alter Mann, ja. Aber dann liebt man diese Spiele von früher. Bei mir ist halt auch Baphomets Fluch. Es war auch eines meiner ersten Point-and-Click-Spiele, die ich auf der PlayStation gespielt habe und nicht auf dem Computer. Und seitdem liebe ich halt Baphomets Fluch. Und als ich damals vor vielen, vielen Jahren anfing zu Let's Playen, habe ich mir gesagt, dass ich auf jeden Fall Baphomets Fluch irgendwann nochmal die Reihe Let's Play und deswegen mache ich das jetzt. Ich hatte ja auch mit Final Fantasy angefangen, mit Baphomets Fluch hatte ich bis jetzt noch gar keinen Titel gespielt und jetzt ziehen wir das hier durch. Also keine Silbermünze, kein Becher, kein Nix. Da bin ich wieder. Und Nix. Einfach Nix. Ist nichts. Da oben könnte man auch schön entlanglatschen. Da ist sogar eine Leiter. Kann man sich hier vielleicht irgendwo hochziehen? Warte mal. Was ist, wenn ich das Klo nutze, um hier hochzuklettern? Kann er da? Warum macht er das nicht? Dann könnten wir da oben rauf. Ist ja voll gut. Oder wenigstens hangeln oder so.
hier in der Ecke, wo ich gerade bin, schön hochziehen. Dann da oben drauf. Vielleicht ist die Idee aber trotzdem gar nicht schlecht, hier irgendwann mal raufzukommen. Ach, guck mal, guck mal, guck mal, was ich gefunden habe. Ha! Ha, ha, ha! Ich habe einen Weg gefunden. Sehr schön. Hey! Oh. Wie, was, ich? Was machen Sie da oben? Gar nichts. Ich genieße die Aussicht. Von hier kann ich direkt in Ihr Pissoir sehen. Sie Perversling! Kommen Sie sofort runter, sonst rufe ich die Polizei. Schon gut, ich komme. Oh nein. Aber... Oh Gott. Ja, okay, ich habe einen tollen Weg gefunden, aber hat mich jetzt auch nicht weitergebracht. Vielleicht können wir mit ihr drüber reden. Da bin ich wieder. Ja. Gibt's hier irgendwo eine Gosse? Wie? Gosse? Ja, eine gewöhnliche Gosse am Straßenrand. Ich muss schiffen, gute Frau. Schiffen? Was der Schiffe, Monsieur? Mon Dieu. Sie meinen, Sie wollen in die Gosse? Warum in aller Hygienenamen wollen Sie eine Gosse benutzen, wenn es hier ein blitzsauberes Pissoir gibt? So etwas mag in der alten Welt als sauber gelten, gute Frau. Aber ich möchte lieber in die Gosse schiffen. Das ist unerhört. Ja. Ich werde dem nachgehen. Tun Sie das. Oh, jetzt geht sie. Also gehen wir auf unser Gerüst. Wir gehen auf unser Gerüst. Schnell! Schnell, 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 schnell. Schnell ist was anderes, George. Oh, es muss ja ganz genau sein, sonst geht's ja nicht. Okay, sie ist weg. Ab aufs Dach. Yeah! Und da ist ein Seil. Man weiß nie, wann man ein Seil braucht. Hm. Und da sind wir auf der anderen Seite gelandet. Uns kann keiner mehr was. Wir haben ein Seil. Okay. Und jetzt komme ich hier wieder hoch. Und dann meckert sie und dann kommen wir eh wieder runter. Hey, sie! Oh, guten Tag. Ich lasse nicht zu, dass ein Spanner meine Kunden während ihres Geschäfts angafft. Moment mal, ich gaffe niemanden an. Wollen Sie das der Polizei erklären? Lieber nicht. Ich komme runter. Der Spanner, George. Okay, wir haben ein Seil, das ist gut. Vielleicht können wir damit ja was anfangen. Und ich sehe hier beim Brunnen. Ich konnte mit dem Springbrunnen nichts weiter anfangen, außer ihn zu bewundern. Eines Tages würde ich erleben, dass dieser Springbrunnen funktionierte. Aber heute nicht. Denn der hat noch nie funktioniert. So ist es halt einfach. So ist es. Ja, vielleicht können wir ja den wach machen und dann verzwirbeln wir hier das Stück Seil. Man konnte das Seil nirgendwo festbinden. Nicht? Können wir da vielleicht das kombinieren? Mit irgendwas? So. Ich hatte nicht genug Kraft, um den Deckel zu heben. Aber ich hatte eine Idee. Denn der Laster, der steht ja da direkt. Hey, was machen Sie da? Ich bereite nur etwas vor. Es wird Ihnen gefallen. Sie haben den Wagen verankert. Ich stelle Ihnen eine hypothetische Frage. Ihr Fahrer... Alphonse, verdammt soll er sein. ...hat Angst vor Erdbeben, stimmt's? Was würde er tun, wenn jetzt ein Erdbeben käme? Er würde den Wagen starten und losrasen wie ein... Ah... Richtig, mit einem Gullideckel als Anhänger. Dafür würde man ihn ewig auslachen. Wäre das schlimm? Nein, genau das gefällt mir an Ihrem verrückten Plan. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt irgendwie ein Erdbeben implizieren, wie... Erdbeben, Erdbeben! Was? Erdbeben? Wunderbar! Ich weiß nicht, was ich der Versicherung melden soll, Monsieur, aber das war's wert. Anscheinend war es mein Lebenszweck, Glück unter den Menschen auszusehen. Doch im Moment rief die Kanalisation. Mal wieder. Sehr schön. Können wir nochmal mit ihm reden? Hallo.
reagiere. Okay. Will nicht. Dann gehen wir. Können nicht mehr reden. Ach, cool. Der Weg ist frei. Und den Weg kennen wir auch noch von damals. Dieser Torbogen war erst vor kurzem zugemauert worden. Das war nicht weiter verwunderlich. Ich hatte höchstpersönlich das Original zerstört. Da war eine verblasste Inschrift, aber bei dem bröckelnden Putz konnte ich sie kaum lesen. Ich erkannte mittelalterliches Französisch und ein wenig Latein, aber es reichte nicht, um den Sinn zu begreifen. Ein großer, unheimlicher Schädel starrte mich an. Sein Mund war übergroß. Es war mir zuwider, meine Hand in den Mund des Schädels zu stecken. Aber warum stellte ich mich so an? Er konnte mich höchstens verstümmeln. Keine Klinge hackte mir die Hand ab. Und keine Spinne biss zu. Für beides war ich dankbar. Aber ich fand nichts, was mir weiterhalf. Vielleicht können wir ja irgendwas anderes reintun. Ja, wie wär's mit dem Steinzylinder? Der Mund des Schädels hatte die gleiche Form wie der Steinzylinder. Sehr gut. Und, tada! Allmählich konnte ich wirklich ein Buch über Geheimtüren schreiben. Ja. Wir sind drin! Sehr cool. Noch einiges dafür tun müssen, um hier hinzukommen. Oh, hoffentlich verirre ich mich hier nicht. Oh Gott! Hier war etwas wirklich Schlimmes passiert. Eine Blutspur führte um die Ecke. Felix hat im Hintergrund genießt. Auf dem Boden war eine große Blutlache. Das war bestimmt kein Hühnerblut. Eine Blutspur führte von hier fort. Entweder war jemand weggekrochen oder weggeschleift worden. Das wollte ich nicht an meinen Fingern haben. Okay, wir folgen einfach meiner unheimlichen Blutspur. Immer ist alles zu. Hier würde ich wohl kaum durchkommen. Die Riegel waren ungeheuer dick. Okay. Was ist das für ein creepy Gang? Oh, oh Gott, da, da, da. Oh nein. Nein, schnell, schnell, schnell. Ich war zu spät gekommen. Susarro und seine Männer hatten die armen Teufel gnadenlos umgebracht. Oh Gott. Wie konnte jemand nur so etwas tun? Oh Gott, wie schrecklich. Susarros Männer waren nicht zimperlich. Es war ein Templer. Jemand hatte ihn erschlagen. Susarros Männer waren nicht zimperlich. So ungern ich es auch tat, ich musste die Leiche durchsuchen. Oh, wie unangenehm. Und die Armen. Er hatte nur einen alten, rostigen Schlüssel bei sich. Na, immerhin. Oh. Und eine Küche. Das Bedienfeld des Mikrowellenherds war eingeschlagen. Nur der 10-Sekunden-Knopf funktionierte noch. Zum Kochen nur noch begrenzt nützlich. Ich beschloss, ihn nicht einzuschalten. Das Spülbecken war voller schmutziger, gebrauchter Tassen. Offenbar war der Angriff schnell und unerwartet gekommen. Oh Gott. Es war ein Templer. Jemand hatte ihn erschlagen. Er sagt das halt so trocken irgendwie, als... Ja, sie sind halt nicht so zimperlich, ne? Aber ist halt so. Ich wollte ihn in Frieden lassen. Na, wenigstens mal irgendein netter Spruch. Was brennt da? Im Kamin hatte ein Feuer gebrannt. Es schwelte noch. Mhm. Der Angriff musste innerhalb der letzten paar Stunden erfolgt sein. Mhm. Ah, okay, dann raus hier. Ich super gruselig hier. Er rennt immer gegen die Mauern. Was haben wir hier? Irgendwie so Spins. Oh, hier geht's auch um die Ecke. Das sieht super, ist super unheimlich hier. Mhm. Okay. Dann lauf mal weiter. Ganz hinten am Anfang war ich auch noch nicht um die Ecke gelaufen. Bin irgendwie direkt richtig gelaufen. Oh, oh. Wie ich befürchtet hatte, war mir Susarro zuvor gekommen.
Einer von Cesaros Männern bewachte die Küche. Solange er dort war, kam ich nicht durch. Ich musste ihn irgendwie ablenken. Alles klar, das heißt, da geht's auf jeden Fall schon mal nicht weiter. Dann also doch erstmal wieder zurück. Und wir haben ja diesen rostigen Schlüssel. Vielleicht können wir mit dem noch irgendwas anfangen. Hier. Geh mal da. Nee. Doch. Da nochmal zurück. Und dann nehmen wir nochmal die andere Abzweigung. Hier ist zwar die Blutlache, aber wir sind ja direkt hier rein. Genau, da war ich noch nicht. Ah. Oh, was ist hier? Eine riesige Halle irgendwie. Richtig creepy. Huch. Die Tür stand ein Stück offen. Ich hörte Stimmen. Es waren Cesaros Männer. Naja. Sie hatten einen Hund mitgebracht. Hast du was gehört? Nö. Wie lange müssen wir hier noch bleiben? Hat der Boss doch gesagt, bis alles vorbei ist. Oder bis dieser Ami auftaucht und wir ihn umlegen. Okay. Ja, kannst dir ja vorstellen, was mir lieber wäre. Ja, mir auch. Ich kann den Typ nie ausstehen. Na, das ist nichts Besonderes. Du kannst niemand ausstehen. Das stimmt allerdings. Sie durften mich auf keinen Fall entdecken. Der Hund merkt ja anscheinend auch nichts. Ich hörte, wie die Männer hin und her gingen. Das heißt, hier kommen wir auch gerade nicht weiter. Super. Ist hier denn noch irgendwas in diesem leeren Hallenraum? Ich habe keine Lust, mich immer hin und her zu rennen. Dann gucken wir uns mal diesen Schlüssel nochmal an. Es war ein alter Schlüssel. Ja, ist halt die Frage, ob wir hier irgendwie doch noch was tun können oder nicht. Cesaro und seine Männer mussten hier vorbeigekommen sein. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Schlüssel? Hinter sich hatten sie den Ausgang abgeriegelt, sodass niemand hinaus konnte. Wir haben doch den Schlüssel. Geht der vielleicht hier? Das hatte ich erwogen, entschied mich aber dagegen. Hä? Wieso? Sieht so aus, als ob hier so die Wachen nachher noch voll rumlaufen werden und wir uns dann überlegen müssen, ob wir uns verstecken, so zwischendurch die Tür zu machen und so. Kann das sein, dass wir vielleicht mit der Mikrowelle ein Geräusch machen, dann kommen die alle? Und wo verstecken wir uns dann? Dann speichere ich hier. Ich speichere mal. Ich habe so ein komisches Gefühl. Irgendwas können wir doch hier vielleicht reinstellen. Das war keine besonders gute Idee. Oder uns was basteln. Was basteln wir uns denn? Es gab keinen Grund, das zu versuchen. Die Alufolie? Das würde mich nicht voranbringen. Plötzlich sprang der Mikrowellenherd an. Oh. Er würde Lärm machen. Ich musste mich schnell verstecken. Oh. Renn. Oh, oh. Oh nein! Ja, ja. Ja, Alufolie soll nämlich nicht in die Mikrowelle und so, aber der Gedanke war schon mal nicht schlecht, dass da Wachen kommen. Plötzlich sprang der Mikrowellenherd an. Er würde Lärm machen. Ich musste mich schnell verstecken. Ja. Ja, okay. Nein! Er sollte von innen die Tür zumachen. Wieso macht er denn nicht von innen die Tür zu? So hohl. Ich kann aber so lange hier drinnen bleiben, bis der Typ kommt. Dann stelle ich mich einfach hinter die Tür, würde ich sagen. Und dann laufe ich, wenn er hier in die Ecke geht, genau so machen wir das. Plötzlich sprang der Mikrowellenherd an. Er würde Lärm machen. Ich musste mich schnell verstecken. Ja, schnell. Versteckt oder nicht? Ich komme! Er kommt! Nein! Ich hätte noch warten müssen. Besser ich schleiche, oder? 1, 2, 3, 4 Eckstein!
probiere das jetzt nochmal und warte nochmal länger. Nee. Ich habe jetzt extrem lange gewartet. Nach Gefühl, nach Gefühl. Doch komisch, oder? Ist doch komisch. Ich habe doch jetzt lang genug. Habe ich nicht lang genug gewartet? Und ich bin auch geschlichen. Er hätte das doch gar nicht bemerken dürfen in dem Moment, wenn er da hingedreht ist. Es macht doch gar keinen Sinn. Oder muss es wirklich hinter der Tür sein? Plötzlich sprang der Mikrowellenherd an. Er würde Lärm machen. Ich musste mich schnell verstecken. Bemerkt er mich? Ach! Ach, es war gar nicht die Scheißtür. Ha! Ha! Ich bin auf der anderen Seite! Ha! Es war gar nicht die Tür. Ah, geh da rein. Ja, toll. Na toll, die ganze Zeit den falschen Versuch gemacht. Oh Mann, ey. Schnell! Schnell, schnell! Schnell, oh Gott! Haha. Okay, warum mache ich aber überhaupt die Tür zu? Ich glaube, bei der Tür können wir noch mehr was machen. Und bestimmt können wir die... Guck mal, wir nehmen dann die Kurbel. Wenn wir die Kurbel vom Wagenheber nehmen, ne? Oder geht sogar der alte Eisenschlüssel? Warte mal, Moment mal. Das probiere ich jetzt erstmal aus. Weil jetzt haben wir... Wir wissen ja jetzt, dass es geht. Es war halt die ganze Zeit... Geht der? So nicht. Okay, der geht nicht. Den kann man nicht nehmen. Es gab keinen Grund, das zu versuchen. Kannst du überhaupt mal ausprobieren, ob das mit dem anderen geht, hier mit diesem Stock? Das würde hier nicht gehen. Weil ich brauche es ja nicht gleich ausprobieren, weil ich will den halt einschließen. Aber wie? Mit dem Seil? Das würde mich nicht voranbringen. Wie? Ich muss den irgendwie einsperren. 100 pro. Die ganze Zeit den blöden anderen Kram versucht. Ey, so dumm. Oh Gott. Geschafft. Jetzt war der Typ im Zimmer eingesperrt. Pech mich. Ja, wir haben ihn eingesperrt. Es hat funktioniert. Und der Schlüssel hat funktioniert, der vorher aber nicht ging. Das ist knifflig. Da muss man echt learning by doing. Anders geht's gar nicht. Der Wächter hatte sich zu einer deftigen Mahlzeit niedergelassen. Bohnen, Eier und Hühnchen. Nom nom. Wie konnte sich jemand nur in einem solchen Blutbad zum Essen hinsetzen? Aber echt. Ja, vor allem, weil die das ja selber auch angerichtet haben. Ich meine, wenn sie dazu in der Lage sind, dann ist denen das Essen wahrscheinlich auch scheißegal, oder? Es sah wie eine alte Landkarte von Europa aus. Sie war bestimmt 500 Jahre alt. Diese alte Gemäuer hier. Was mit dem Becher? Was ist das hier eigentlich für ein cooler Herd? Der Herd sieht aus wie bei Animal Crossing, den man da sich hinstellen kann. Mit Konservendosen und Wild gefüllt. Fasan und Bohnen, die Leibspeise der Stobberts. In ein paar Eisentöpfen köchelte Brühe. Es duftete köstlich. Ja, erstmal hier den Bruno herholen, ne? Können die erstmal ein bisschen zusammen essen, aber der ist ja nicht mehr hier. Also gerade hier nicht. Was ist das da vorne? Oh, kann man ja durchgehen. Es ist so unheimlich. Ist das Spiel eigentlich laut genug für euch? So nach 2 Stunden frage ich mal.
Wild. Man musste es nur noch häuten und braten. Die Templer lebten nicht schlecht. Kaninchen, Fasan. Ja, sie haben hier gelebt. Sind ja jetzt einfach alle umgebracht worden. Was ist da? Fässer mit Hopfen und Bier. Anscheinend brauten die Templer sogar ihr Bier selbst. Okay, wieder Blut. Noch mehr Blut. Wie seltsam. Die Blutspur führte zu dem Weinregal, aber dann verschwand sie. Keine Blutlache, keine Leiche, nichts. Na, irgendwas ist wohl hier. Ein Rätsel. Es war eine Flasche mit israelischem Wein. Carmel Sauvignon Blanc. Und irgendwas führt hier hin. Mhm. Okay, ich darf meine Sterntasten hier wieder benutzen. Nach irgendeinem bestimmten Muster darf ich jetzt die Flaschen rollen. Unterhaltung ist immer schön. Für mich persönlich eine tolle Abwechslung. Ja. Wie kommst du jetzt darauf? Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Die letzte noch. Mist, das ist falsch. Woher weiß ich denn jetzt die richtige Reihenfolge? Muss ich jetzt auf diese Dinger hier gucken? Rote, grüne, blaue. Habe ich irgendeinen Hinweis oder so? Und jetzt die Leiter ist jetzt da. Das ist ja auch... Probieren, einfach ausprobieren wieder? Oder hatten wir einen Hinweis mit den Dingern? Es war eine Flasche italienischer Wein. Modena Lambrusco. Blöd zu sagen, ohne konkret zu werden. Hör, schau einfach momentan gerne zu. Das freut mich sehr. Das finde ich schön. Dafür mache ich es ja auch, ne? Dass wir uns hier alle gegenseitig unterhalten. Keine Ahnung, mit was ich hier anfangen soll. Oder im Schreiben? Stand irgendwas in einem Schreiben? Da muss ich aber bis zum Ende. Sieht aus wie eine Energie. Dieb, Objekt, etwa Salomons Schlüssel. Schlüssel benötigt. Omega-Zeichen. Blitzsymbol. Nico, Stola, Wachposten. Hier ist nichts. Lord Romino hatte der Orden von Heiligen Stefan. Okay. Ja. Ja, mhm. Muss doch irgendwie mit diesen bunten Flaschen zusammenhängen, die da vorne sind. Aber da sind ja auch zwei rote und... Soll das irgendwas ein Bild ergeben oder so? Oder habe ich irgendein Schreiben übersehen? Habe ich irgendwas mit Farben? Es war eine Flasche deutscher Wein. Wiesbaden. Okay, er kann alle Flaschen angucken. Es war eine Flasche italienischer Wein. Modena Lambrusco. Es war eine Flasche mit israelischem Wein. Carmel Sauvignon Blanc. Es war eine Flasche französischer Wein. Château Berantoir. Es war eine Flasche mit israelischem Wein. Carmel Sauvignon Blanc. Okay, aber ich wollte den anderen eigentlich, den. Es war eine Flasche mit israelischem Wein. Ach, das Carmel Sauvignon Blanc. Der grüne ist der israelische? Was, der blaue? Es war eine Flasche französischer Wein. Château Berantoir. Wer so ohne Hinweis gerade? Mist, das ist falsch. Haha. Mist, das ist falsch. Mist, das ist falsch. Ich stehe zwar, während ich das sage, an der Tür, aber egal. So, also. Wäre ich doch mal bei den Notizen geblieben. So ein Scheiß. Ich hab's noch überlegt gehabt, ja. Hätte ich mal ein bisschen genauer geguckt. Naja. Wo steht denn das? Ritter Stefan brachte eine Reliquie von Israel. Er reiste dabei durch Italien. Also wir nehmen erstmal Israel, oder? Er reiste dabei durch Italien, Deutschland, die Rheinsregion und sie schließen Präzeptorat von Berentoir. Welche Flasche war denn das nochmal? Moment, ich schreibe mir das mal eben auf.
weil ich das voll kompliziert finde, mir das gerade so zu merken. Ich nehme hier mal einfach so einen alten Briefumschlag. Also, ich nehme erstmal Israel. Und dann, ja, ich weiß halt nicht, ob ich auch erstmal, es steht ja eigentlich, dass er erstmal in Italien beginnt, ne? Okay, dann kommt der Deutsche. Und die Reims-Region. Welcher Wein war das? Wurde der so genannt? Präzeptura. Berentua. Weil ich muss die Flaschen nochmal... Ich glaube, ich muss die Flaschen nochmal anhören. Hallo, guten Tag, Flasche. Bitte reden Sie mit mir. Es war eine Flasche deutscher Wein. Wiesbaden. Okay, das ist der Deutsche. Das ist der dritte dann. Erstmal kommt der Israelische, aber ich würde jetzt gerne mal wissen, welcher ist der nochmal? Es war eine Flasche deutscher Wein. Wiesbaden. Den meine ich nicht. Ich meine den. Es war eine Flasche italienischer Wein. Modena Lambrusco. Modena Lambrusco, ja. Es war eine Flasche italienischer Wein. Modena Lambrusco. Das ist dann der zweite. Es war eine Flasche französischer Wein. Château Berentoir. Okay, das ist der letzte. Der unten ist der israelische, das war der deutsche. Und das hier? Es war eine Flasche französischer Champagner. Montagne de Reims. Das ist der Reims, glaube ich. Okay, ich probiere es mal aus. Wir fangen mal mit dem ganz unten an. Also erst Israel. Jetzt kommt Italien. Das ist dann der hier. Oder? Warte mal. Es war eine Flasche italienischer Wein. Modena Lambrusco. Ja, dann nehme ich den. So, dann kommt jetzt der Deutsche. Der war ja, ist ja der Einzige, deswegen ist es nicht so schwer. Und dann kommt der Reims. Das kann ja eigentlich nur... Der nochmal? Es war eine Flasche französischer Wein. Château Berentoir. Ja, das ist der letzte. Das heißt, es müsste jetzt der hier sein. Und jetzt kommt der. Sieh mal an. Das Weinregal rutschte zur Seite. Dahinter wurde ein Geheimgang sichtbar. Die Blutspur ging weiter. Yeah. Super. Geschafft. Ah, oh Gott. Stoppard. Wir haben Sie erwartet. Hey, Sie haben mich doch vor dem Theater bestohlen. Wir mussten den Schlüssel Salomos haben. Hören Sie mir zu. Erste Hilfe? Susarro ist mächtiger, als wir dachten. Die Zeit ist knapp. Sie müssen die anderen finden. Hüten Sie den Schlüssel gut. Wo ist er? Suchen Sie die Statue. Sie verbirgt... Verbirgt was? Mehr würde ich von ihm wohl nicht erfahren. Warum hat er denen nicht geholfen? Ich verstehe das nicht. Er steht da halt einfach nur daneben rum. Ja, und jetzt durchsucht er noch seine Leiche. Ach, George, ihr seid schon ein bisschen... Ich fand keinen einzigen Hinweis. Kaltherzig. Einfach kaltherzig. Was er beschützt hatte. Es war ihm so wichtig, dass er dafür gestorben war. Es war die Leiche des Mannes, der mir vor dem Theater den Schlüssel abgenommen hatte. Er hatte mir irgendetwas über eine Statue sagen wollen. Doch scheißegal, aber warum hilft man jemandem nicht? Verstehe ich nicht. Was ist da? So. Hier ist nichts mehr, ne? Okay, dann weiter. Oh, wie cool. Hallo Janus, guten Abend und erste Hilfe. Wozu, da kann man nicht Taschen durchsuchen. Ja, genau. Richtig gemein. So, wir jetzt... Wo sind wir denn jetzt? Wieso sind diese Räume alle so gruselig? Die Uhr war völlig zertrümmert. Die konnte man nicht mehr reparieren. Sie hatten überall nach dem Schlüssel gesucht, ob sie ihn wohl gefunden hatten.
Die kaputte Uhr war um 3.42 Uhr stehen geblieben. 3.42 Uhr direkt Susannos aufschreiben. Susannos Männer mussten mindestens schon eine Stunde lang hier gewesen sein. Sie hatten verzweifelt nach etwas gesucht. Es war ein einziges Durcheinander. Ja, vielleicht müssen wir, da ist das vielleicht nochmal ein Hinweis mit der Uhr. Vielleicht ist das mit der Uhrzeit ein Hinweis. Ja, ja. 3.42 Uhr, ich schreibe das auf. Oha. Janus sagt, eher die Frage, warum liegt da eine Uhr rum? Warum hat George keine Maske auf? Ja, man weiß es nicht. Wo darf ich jetzt langlaufen, ohne dass ich sterbe? Erstmal speichern. Es war eine große illustrierte Bibel. An jeder handgeschriebenen Seite war bestimmt tagelang gearbeitet worden. Wenn mich jetzt mein Großpapa Stobbart sehen könnte, er wäre stolz auf mich. Seit Jahren hatte ich keine Bibel mehr in der Hand gehabt. Krimis waren mir lieber. Aber diese Ausgabe gefiel mir. Sie hatte so schöne Illustrationen. Ich gehe mal lieber hier lang, ne? Oh nein! Bam! Erschossen! Okay, ich wollte da schnell in die andere Ecke rennen, aber das war keine gute Idee gewesen. Was mache ich denn jetzt? Och, der friert. Habt ihr gesehen? Er friert. Vielleicht kann man da hinten rum. Oder doch hier lang. Oh, er kommt wieder. Nee, dann kommt er wieder hoch. Ich muss hier irgendwie rüberkommen. Vielleicht ist er lieb, wenn du ihm einen warmen Tee bringst. Ja, vielleicht. Vielleicht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, direkt erschossen. Hier wird jeder Eindringling direkt abgeknallt. Es ist nur die paar Sekunden geht das doch. Hier, du bemerkst mich nicht. Huh, geschafft. Haha. Voll gut. Wenn ich jetzt speichere, muss ich dann nicht nochmal alles machen, sondern kann hier weitermachen. Ah, das wäre doch was. Nee. Schade. Schade. Naja, ein bisschen zu voreilig war ich da. Aber es funktioniert. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein. Oh, scheiße, wohin? Ich muss hinter die Säule. Ich muss irgendwie hinter die Säule. Oh, nein. Aber ich war doch hinter der Säule. Ah, wo hätte ich da hinlaufen müssen? Jetzt nochmal mit Gefühl. Lauf. Ich lauf einfach mal. Nee, 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 nee. Nee. Ich bin in irgendeiner Ecke und weiß nicht, wo ich bin. Scheiße. Kannst du da durch? Geh da durch. Das hätte auch noch schief gehen können. Das hätte schief gehen können. Die Statue stellte einen Tempelritter dar. Die Statue war sehr, sehr alt. Was liegt denn hier? Ein wichtiges Buch. Es war ein mittelalterlicher Wandteppich. Er zeigte einen Ritter zu Pferd. Das erinnerte mich an ein Manuskript, das ich einmal gefunden hatte. Ah, ah, eine Uhr. Mhm. Die Uhr war groß, sehr schön. 3.42 Uhr. Sie ging nicht. Im Zifferblatt steckte noch der Schlüssel, mit dem man die Uhr stellte. 3.42 Uhr.
Im Zifferblatt steckte noch der Schlüssel, mit dem man die Uhr stellte. Nummer vom heiligen Stefan. Ich stellte die Uhr auf das Datum, an dem dieser Ort dem heiligen Stefan geweiht worden war. Das muss 1247 gewesen ja, sein. Ja, oder so. Eben es nicht. Es funktionierte nicht. Die andere. Die andere! Ich stellte die Uhr auf 3.42 Uhr. Ja! Die Zeit, die die kaputte Uhr angezeigt. Ich hab's mir extra aufgeschrieben. Warum denkt das Spiel für mich mit? Ich nichts muss denken. Geschah. Oh Mann, oh. Okay, das wäre jetzt aber eigentlich der Augenblick gewesen. 3.42 Uhr. Das muss richtig sein. Ich glaube, wir müssen hier irgendwas machen. Die Statue bestand aus massivem Stein. Ich sah keine beweglichen Teile. Es war die große Statue eines Mannes. Vielleicht war das die Statue, von der der Templer gesprochen hatte. Unter der Statue auf dem Sockel war ein Messingschild. Was ist denn auf dem Messingschild? Auf dem Schild stand, dass die Statue den heiligen Stefan darstellte. Darunter war ein Zitat. Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung. Und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe, die Offenbarung. Ja. Als ich klein war, hatte Opa Stobbart, der mit vollem Titel Reverend Archibald Stobbart hieß, darauf bestanden, dass ich Religionsstunden nahm. Die Offenbarung war also keine neue Offenbarung für mich. Keine Offenbarung. Eine schön gemeißelte Statue von einem Tempelritter. Nicht sehr schmeichelhaft. Ich sah weder Hebel noch Knöpfe. Sie bestand aus massivem Stein. Ich sah weder Hebel noch Schalter. Das Schild war in den Sockel eingelassen. Ja, fummel da mal drum rum. Sehr gut. Es ließ sich nicht aus der Vertiefung lösen. Nee. Die Uhr war groß, sehr schön und nutzlos. Sie ging nicht. Also irgendwas wird hier jedenfalls auf jeden Fall noch gehen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was ich übersehen habe. Ach, ich kann doch raus. Oh. Ich kann doch raus. Lauf, 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 lauf. Okay. Da ist doch nix. Nee. Knappe Geschichte. Ich blätterte in dem ehrwürdigen Buch und suchte das richtige Kapitel. Aha, die Offenbarung des Johannes. Wo ist das nur? Da ist es ja. Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung. Und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Erstes Kapitel, Vers 3. 1-3. Speicher wieder, weil mir das einfach zu unsicher ist und ich keinen Bock habe, das alles nochmal immer zu machen. Ich hoffe aber, dass das überhaupt dann hier weitergeht. Nein, 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 nein. Nein, ich habe wieder... Man muss so extrem lange warten, oder es geht halt nur so, wie ich es mache, wenn man sehr lange wartet, weil... Oh, jetzt muss ich doch wieder alles machen. Ja, alles klar. Ja gut, dann lade ich den Spielstand. In der Hoffnung, dass das auch wirklich an der Stelle dann lädt. Ist das jetzt unser... Es ist halt so bescheuert. Ich kann nur den 1026er nehmen, den 1033er will er gerade nicht laden. Und dann sind wir damit wieder am Anfang. Das hasse ich so sehr. Ich hasse es so sehr.
weil ihr seht es ja, was ich drücke und was dann am Ende wirklich funktioniert, ist ein großer Unterschied. Wenn ich jetzt, ich habe jetzt Enter gedrückt, also ich möchte diesen Speicherstand laden. Jetzt nehme ich nochmal den. Jetzt werde ich nochmal den unteren Speicherstand nehmen und laden. Und jetzt ist er halt auch nicht mehr da. Er hat halt einfach wieder nicht gespeichert. So, obwohl ich gespeichert habe. Es ist echt ätzend, aber ich habe mich da mittlerweile schon mit abgefunden, dass es halt einfach scheiße ist und ja. Nein! Nein! Oh, ich wollte, dass er sich umdreht gerade und oh nein! Okay, ich möchte das jetzt alles nicht nochmal machen. Ich werde an der Stelle die Pause machen und das andere Spiel starten. Ich habe so lange jetzt so lange jetzt Baphomets Fluch gespielt. Ich mag gerade nicht mehr. So knapp. Ja, ich weiß. Und das ärgert mich gerade so sehr, dass ich keinen Bock habe mehr. Gerade, weil nun sterbe ich und dann werde ich so unruhig und nervös und und quengelig. Und deswegen mache ich jetzt mal ganz kurze Pause, weil ich jetzt 3 Stunden und 48 am Stück gerade gestreamt habe. Und dann ganz kurze Pause und dann starte ich Song of Horror. Denn da hatte ich auch gestern extra nochmal nachgeguckt, wie das jetzt geht. Genau, eine ganz kurze Pause, weil sonst spiele ich so nervös und meh. Und ja, also bis gleich. Und hier ist ja sowieso alles Kacke mit dem Speichern. Deswegen halt die vielen Speicherstände, weil es funktioniert halt einfach nichts. Ich kann halt nicht raustabben, dann stürzt das Spiel ab. Speicherstände, die ich lade, gehen aber nicht mehr zu laden. Sonst hätte ja auch der Speicherstand vorhin jetzt genutzt. Dann hätte ich nicht nochmal jetzt alles machen müssen. Und immer wieder dasselbe. Das funktioniert einfach gerade nie. Keine Lust mehr. Also nächstes Spiel. Das beende ich jetzt. Und ja, ich weiß nicht, ob das hier, wie gesagt, überhaupt irgendwas nutzt gerade, aber ich speichere halt einfach und fertig.